Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister IMBQ NTG, allerdings die Logistiker, die ein etwas anderes NTG haben als die Metaller aus dem Jahre 2020-2, also dem Herbst, und besprechen möchte ich dort die Aufgabe 6. So, gerechnet habe ich die tatsächlich noch nie. Wir sind also Zeuge eines wirklich jungfräulichen Versuches. Und ich versuche natürlich wieder erstmal meine Skizze zu machen, die zum Teil in der Aufgabe auch schon gegeben ist. Und hier ist quasi ein Behälter irgendwie abgebildet. Und wenn man das Original sieht, spielt es eigentlich in der Sache immer keine so wirklich große Rolle, ob der Behälter von innen jetzt bespeist wird oder von außen bespeist wird. Der Einfachheit halber gehe ich einfach her und sage, der Behälter wird mit so einem Überlauf hier irgendwie bespeist. Und hier ist irgendwo eine Pumpe angebracht, die jetzt das Ganze nach oben transportiert. Und wir beziehen den ganzen Energieansatz hier sozusagen auf Mitte Pumpe. Und natürlich wird die Pumpe angetrieben von einem Elektromotor oder irgendetwas anderem. Damit man das hier so ein bisschen erkennt, deute ich das mal an. Und ob das jetzt nun ein Zwei- oder Drei-Phasen-Motor ist, weiß ich im Moment noch nicht. Versuchen wir mal, die Dinge irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Tatsächlich wird das Wasser hier heraufgepumpt und der Auslauf spielt auch keine wirkliche Rolle, sodass in der Sache jetzt das Höhenniveau in dieser Größe angegeben werden soll. Das heißt also, der Behälter soll bespeist werden und das Höhenniveau beträgt hier h gleich 12 Meter. Verstehe ich. Natürlich muss hier unten auch angesaugt werden, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Der Zulauf sei genau auf dieser Achse, sonst müsste man das Höhenniveau noch mitnehmen. So, es handelt sich weiter um ein Schmieröl und ich versuche es mal hier so ein bisschen ranzuschreiben, damit man weiß, worum es hier geht. Das Volumen V beträgt insgesamt 2000 Liter. Ich muss mal schauen, ob ich mich da auch nicht vertue. 2000 Liter, das sind natürlich im Prinzip 2 Kubikmeter. Das können wir gleich mal so ein bisschen umrechnen. 1000 Liter sind ein Kubikmeter. Nochmal in der Formelsammlung nachschauen, ob es auch tatsächlich so ist. 2 Kubikmeter, Dezimeter Kubik, 1000 für Meter Kubik, verstehe ich. Was ist noch gegeben? Ja, für das Schmieröl, ich schreibe es einfach mal da oben drüber, Schmieröl, wem es jetzt zu langweilig ist, weil er die Aufgabe kennt, einfach vorspulen. Schmieröl hat natürlich eine spezifische Dichte von 0,95, 0,95. Und durch das Hinschreiben kann man schon immer ganz gut sich klar machen, worum es eigentlich geht. Dezimeter Kubik ist also leichter als Wasser mit 1, das wissen wir schon. So, und dann gibt es noch ein paar Daten hier zu der Pumpe. Das heißt also, die Pumpe selbst, das wäre ja hier vorne das Gebilde, hat einen Wirkungsgrad P, nenne ich den mal von 0,85, so ist das angegeben. Und hier ist der Motor mit einem Wirkungsgrad von Eta, Motor gleich 0,9. Alles in der Skizze angegeben, aber wegen Copyright kurz schnell neu gezeichnet, alles kein Problem. Gut, mehr Daten sind uns tatsächlich nicht bekannt. Und dann wenden wir uns mal der Frage zu. Die Frage A. Nehme ich mal eine etwas andere Farbe. Mal sehen, ob ich auch noch den schwarzen hier irgendwo finde. Mal gucken, da haben wir ihn schon, um da den Lösungsansatz mal klar zu machen. A wäre die Frage nach der Pumpenarbeit. Bestimmen Sie die Pumpenarbeit, bis praktisch diese 2000 Liter auf das Niveau von 12 Metern angebracht werden. Ich schreibe es mal hin. Pumpenarbeit ist gesucht. Pumpenarbeit. So, und dann fängt das Dilemma schon an. Wie kommt man an die Arbeit, wenn man diese Dinge gegeben hat? Naja, wir wissen ganz allgemein, Arbeit ist immer Kraft mal Weg. Also, W ist immer Kraft, ist ja F mal Weg
wäre das praktisch an dieser Stelle. Und gedanklich kann man sich ja nun vorstellen, wenn man das Ganze auf den Schwerpunkt konzentrieren würde, dann wäre der Schwerpunkt 12 Meter hoch, das habe ich schon so in etwa verstanden. Das heißt also, die gesamte Gewichtskraft dieses Körpers hier oben müsste also um das Höhenniveau von 12 Metern angehoben werden. Und das kann man sich ja wohl auch ausrechnen, denn die Masse bestimmt sich ja aus diesen beiden Größen. Jetzt muss ich schon wieder nachdenken. Die Masse bestimmt sich aus diesen beiden Größen. Ja, wie denn bitteschön? Naja, aus dieser Formel hier kann ich mir sofort überlegen und sagen, naja, Kilogramm ist die Masse, Dezimeter Kubik ist das Volumen. Naja, und so richtig schwierig ist es dann ja wohl nicht mehr nach M umzustellen, weil M wäre dann ja das Rho mal dem V, also auf die andere Seite gebracht. M ist also Rho mal V. Super gemacht. Genau. Und wir wissen natürlich, dass die Gewichtskraft, die hier nach unten zieht, Fg ist. Und Fg bestimmt sich logischerweise aus M mal G. Auch nicht so richtig was Neues. Naja gut, in der Prüfung immer doppelt schwer. Verstehe ich. Gut, wenn wir also wissen, was das hier Fg bedeutet und dieses S natürlich das H bestimmt, also S gleich H, also als Erinnerung, dann müssen wir erstmal die Masse ausrechnen. Und genau das tun wir jetzt auch einfach mal und sagen, gut, diese Umwandlung war hier erstmal gar nicht so richtig schlau. Aber bitte, wir nehmen jetzt die Masse und bleiben dann hier bei Kilogramm mal Dezimeter Kubik, weil das lässt sich top in Kilogramm dann verwandeln, denn wir müssen in die Basiseinheiten zurückmarschieren und das geht über dieses Dezimeter zurückkürzen eigentlich am besten. Also die Dichte von 0,95 Kilogramm pro Dezimeter Kubik mal 2000 Dezimeter Kubik schreibe ich mal damit zu. Und werde das natürlich gleich hier mit meinem schlauen Taschenrechner nochmal versuchen auszurechnen, was ja irgendwie möglich sein sollte. 2000, nicht vertippen, mal 0,95, Lösung gucke ich mir später an, sind also 1900 Kilogramm. Richtig. Fg wäre dann nichts anderes als M mal G. Formel steht da schon, nicht nochmal neu schreiben, also 1900 Kilogramm mal 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat, das ist ja praktisch die alte Bewegungskiste, gleich mal 9,81, habe fertig, sind also 18.639 Newton wegen der Basiseinheiten, bitte mal nicht vergessen. Das sind also die Basics, die wirklich sitzen müssen. Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat sind Newton. Okay, haben wir schön gemacht. Ich bin stolz. Also brauche ich nur noch einmal das W ausrechnen. Und das wäre praktisch die theoretische Energiemenge, die gebraucht wird, um eben entsprechend diesen Höhenunterschied zu realisieren. Wäre also 18.639 Newton mal der Höhe von, wir bleiben dabei jetzt auf 12 Meter und das wären dann in der Tat mal 12 gleich und Newtonmeter sind Joule, egal, ich schreibe es jetzt einfach hin, 223.268 Joule. Und das ist also die theoretische Energiemenge, die gebraucht wird. Und jetzt müssen wir die Aufgabe nochmal genau lesen, weil manchmal fragen sie nach der Pumparbeit. So, und tatsächlich ist das die Pumparbeit, die hier erbracht werden muss, sodass eigentlich im Grunde genommen hier für uns auch Schluss ist. Denn der Wirkungsgrad, der hier drin steht, den dürfen wir hier jetzt noch nicht berücksichtigen, weil würden wir die Energiemenge jetzt tatsächlich vergrößern, dann ist das zwar insofern richtig, dass die Pumpe mehr Energie aufnehmen muss, als sie abgeben kann, aber
Für A muss das jetzt hier an der Stelle genügen. Ich schaue nochmal in die Lösung rein, um einfach da die Sicherheit zu bekommen, ob das nun tatsächlich auch richtig ist. Ich kann hier überhaupt nicht richtig schlau draus werden, aber das, was am Endergebnis steht, trifft mit dem bei mir jedenfalls super überein. Darüber freue ich mich. Insgesamt hätte es dort wie viel? 6 Punkte gegeben. Jo. Ich will nicht sagen schnell verdientes Geld, aber ohne Formelsammlung, sage ich mal, nur aus den entsprechenden Größen heraus, die wir so aus den physikalischen Grundlagen heraus kennen. Ja, doch schnell verdientes Geld, wenn man so will. So, jetzt muss ich noch mal kurz zurückblättern, damit ich auch hier wieder nicht die richtige bzw. falsche Frage stelle. Schnapp mir mal eine andere Farbe, damit wir da auch wieder sehen, was will er denn bei B oder Sie? Weiß man ja mal nicht bei den Fragestellern hier. Ermitteln Sie die Pumpleistung, die abgegeben werden muss, um den Behälter in einer Stunde zu befüllen. Pumparbeit, Pumpleistung. Pumpleistung. So, und jetzt fange ich mal wieder mit den kleinen Grundlagen so an, die wir so haben. Denn Leistung ist immer P. Und das ist nichts anderes als Arbeit, also W pro Zeit. Alles klar. Die Fragestellung gibt es her, die sprechen von einer Stunde. Das heißt also, der Behälter soll in einer Stunde, jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich es hinschreiben soll, aber T ist gleich eine Stunde. In der Zeit soll praktisch hier dieser Behälter gefüllt werden. Und dann fällt es ja eigentlich fast überhaupt nicht schwer zu sagen, naja, komm, die Arbeit von 2, 2, 3, 6, 6, 8 Joule, wieder Basiseinheiten, bitteschön, geteilt durch diese eine Stunde, Basiseinheit für Zeit, ist die Sekunde, also 3600 Sekunden. Joule, Sekunde, Arbeit pro Zeit ist Watt. Und ich glaube mal, dann haben wir zumindest mal eingetippt, geteilt durch 3600 gleich 62,13 Watt. Wäre die theoretische Pumpleistung ohne Berücksichtigung der Wirkungsgrade. Also nochmal wieder bitte genau lesen, was da steht. Ermitteln Sie die Leistung, die die Pumpe abgeben muss. Und das ist genau das, was sie abgeben muss, denn diese Energiemenge muss hier in diesem Strang dort eingebracht werden. Aufnehmen muss sie mehr und erst danach wird wohl in den Aufgaben später gefragt. Ich gucke nochmal in der Lösung wieder nach. Nach dem Motto haben die auch das Gleiche rausgefunden. Naja, die haben ein bisschen anders gerechnet, aber in der Sache genauso. Und hier wollen wir dann P 6, 4 Punkte verpasst bekommen. Und ehrlich gesagt, schnell verdientes Geld, wenn man das andere vorher schon einigermaßen hingekriegt hatte. Jo, perfekt. Weiter geht's im Text. Aufgabe Nummer C. Und ich weiß jetzt nicht genau, neue Farbe, klar, warum nicht? Such mal irgendwas Provokantes raus. Ich nehme mir mal rosa. Das finde ich auch immer sehr schön. A, B, C. Dann sind wir also hier oben. Und die Frage zu C bedeutet, berechnen Sie die Eingangsleistung in Kilowatt, den der Elektromotor mindestens haben muss, um die entsprechende Pumpleistung zu erzeugen. Also nochmal in ganzen Sätzen. Welche Eingangsleistung? Das heißt also, was kommt hier vorne an Energie an, hätte ich was gesagt, um dann praktisch diesen ganzen Strang zu realisieren. Das muss man eben aus den Aufgaben herauslesen. Fällt manchmal nicht so ganz leicht, ist aber so. Also die Eingangsleistung. So, und die muss natürlich deutlich größer sein als das, was wir hier haben. Von hier nach da ist dieser Zahlenwert. Die Pumpe muss also mehr Energie aufnehmen, weil sie ja die Verluste da drin hat. Und der Motor muss auch mehr Energie aufnehmen, weil die Wirkungsgrade des Motors gedeckt sein müssen. Wir können uns aus diesen beiden Wirkungsgraden erstmal einen Gesamtwirkungsgrad basteln. Und der beträgt dann nichts anderes als, ich schreibe es nur einmal hin, Pumpe mal Eta Motor. Das wären in unserem Fall 0,85. Mal 0,9 muss man nicht. Ich mache es nun einfach mal, um ein bisschen zu zeigen, was man so machen kann. Leider muss ich den Zahlenwert rausschmeißen. Also
nach ist auch 0,85 mal 0,9, nicht vertippen, ist 0,765 und mit dem arbeiten wir weiter. Das heißt also, die zugeführte Energiemenge hier oben muss sich also um diesen Faktor hier irgendwie vergrößern, und jeder, der weiß, wie es funktioniert, das heißt also, Eta ist immer nichts anderes als Nutzen zu Aufwand. Ich schreibe es noch einmal hin. Nutzen zu Aufwand. Aufwand. Naja, und wenn man sagt, dass dieses hier der Nutzen ist, was ja uns, uns klar geworden ist, dann kriegt man den Aufwand, also P, zugeführt. Also hier vorne, ich schreibe es einfach mal hin, P zu. Das ist dann nichts anderes als der Aufwand, den man hat. Also Aufwand auf die linke Seite rüber. Nutzen. Nutzen zu Eta. Und in diesem Fall ist natürlich der Gesamtwirkungsgrad. Naja, in Zahlen ist das also 62, schreibe ich einfach mal so jetzt hier hin, 1,3 Watt geteilt durch diese 0,765. Und das wäre dann, können wir ja sofort ausrechnen, mit der Zaubertaste 1 durch x gleich. Das heißt also, mit dem Faktor muss ich das da mal nehmen, habe ich auch verstanden. Mal 62,13, habe fertig. Und das wären dann 81 Watt. Also ich schreibe es erstmal hin, 81,22, runde ich jetzt einfach mal gnadenlos auf, Watt. Und die Frage allerdings ist hier, wie viel Kilowatt der Motor haben muss. Das wäre also dann in Kilowatt nochmal umzurechnen. P zugeführt wäre dann geteilt durch 1000 logischerweise 0,08. Ich mache mal einfach jetzt 2 Kilowatt daraus. Und weil ich manchmal in der Prüfung aufgeregt bin, rechne ich immer vorwärts, rückwärts. Das heißt also geteilt durch 1000, also nimm das mal 1000 und kommen wir da in etwa wieder hin. Also das müsste jetzt tatsächlich auch in der Antwort jetzt stehen. Und keine Ahnung, ich schaue mal nach, habe sie wirklich noch nicht gerechnet und stelle dann fest, naja, wir haben ein bisschen aufgerundet, die ab, alles grünes Licht. So, und jetzt kommen wir zu der Frage D, damit das sich hier jetzt auch nicht auf die lange Bank schiebt, muss ich mal schauen, was haben wir denn hier sonst noch für schicke Farben am Start. Orange, das ist nicht so schön. Ich nehme dann mal wieder hellgrün, das ist ja auch nicht so, vielleicht noch einigermaßen lesbar, weiß es nicht. Wie viele Punkte gab es dafür? Nicht vergessen, für die Aufgabe C gab es immerhin 6 Punkte. 6 Punkte. Naja, irgendwie kann man sich hier schon verhaspeln, wenn man ein bisschen aufgeregt ist mit den Wirkungsgraden und so weiter. Okay, A, B, C, D hätten wir jetzt. Und D, da geht es um die Frage, berechnen Sie, welche Wärmemenge in Kilojoule bei dem Füllvorgang an die Umwelt abgegeben werden soll. Das heißt also, die Wärmemenge, die abgegeben werden, das wäre die Verlustwärmemenge, so nenne ich sie einfach mal, Verlustwärmemenge in Kilojoule, sagt er dazu, also in Kilojoule gucken, dass man da hier auch die Einheiten immer mitnimmt. Und okay, klar ist doch, dass als Wärmemenge tatsächlich nur die Differenz aus diesen beiden Größen, eigentlich aus denen hier ganz genau, dann hervorgehen kann. Und das wäre dann ja wohl nichts anderes als die Verlust, P-Verlust, schreib es ruhig einfach hin, man muss irgendwas erfinden, damit man dann hier in den Bezeichnungen übereinkommt. P-Verlust wären also diese Zahl, 81,22 Watt, minus diese Zahl, 62,13 Watt, gleich, und das rechnen wir dann auch mal aus hier, da haben wir die Zahl ja noch genau, ist ja nun auch egal, minus 62,13 gleich 19,1, ich mache das einfach jetzt mal so, damit man hier nicht zu blöde wird. 19,1 Watt und ungefähr soll da mal reichen, in der Prüfung genau schreiben. Und wenn der natürlich, das wäre die Leistung. Jetzt komme ich natürlich im Grunde genommen erstmal darauf, dass wir Kilojoule, ich wollte hier nämlich gerade schon kürzen und sagen, Mensch, Digga, das funktioniert ja jetzt gerade gar nicht.
Genau, das habe ich jetzt wohl gemerkt. Aber das ist die Verlustleistung, die pro Zeiteinheit abgegeben wird. Und jetzt heißt es im Prinzip raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln. Wir haben hier fleißig gerechnet und haben gesagt, gut, das ist die Verlustleistung. Ja, und wie lange ist sie denn am Wirken? Nämlich genau eine Stunde. Das heißt also, die Verlustwärmemenge, das W oder das Q, je nachdem, wie man es nun betrachtet, beides ist ja Arbeit. W ist die Arbeit. Q ist die Wärmemenge, also ich schreibe es mal hin, W-Verlust ist gleich Q-Verlust, denn das wird ja irgendwie als Erwärmung später verwendet, wäre also nichts anderes aus dieser Formel abgeleitet, P mal T. P-Verlust mal der Zeit, die das Ding da eben arbeitet. Naja, und ehrlich gesagt ist das für uns ja jetzt auch kein großer Hype, denn 19,1 Watt mal 3600 Sekunden wären dann praktisch die Energiemengen, die wir da brauchen würden. Tipp's einfach ein und hier haben wir ja die genaue Zahl noch drin. Mal 3600 sind, boah, was für eine große Menge, denkt man jetzt erstmal im ersten Moment so, sind 68.000, stimmt das überhaupt? 68.700 und 4,5, wenn man dann also wirklich hier auf den Punkt setzen würde. Und die Einheit Watt, Sekunde sind Joule, nicht vergessen bitte. Und wenn ich mich nicht täusche, das wäre Q-Verlust, war die Frage nach Kilojoule eigentlich alles fertig. Nur jetzt nochmal durch 1000 bitte teilen. Das wären dann also tatsächlich Q-Verlust, um dann auch die vollen Punkte abzuziehen. 68, 7, so nenne ich es jetzt einfach mal Kilojoule. So, und das wäre praktisch die Energiemenge, die der Motor sozusagen an die Umgebung gemeinsam mit der Pumpe abgibt. Und das, glaube ich, ist hoffentlich auch die Frage, denn der Motor gibt Wärme ab, die Pumpe gibt Wärme ab, darum haben wir es hier also tatsächlich auch richtig gemacht. Und ich schaue mal nach, ob auch hier wieder die Lösung mit meinem Lösungsvorschlag übereinstimmt. Naja, und wie ich das jetzt hier so sehe, erkenne ich, dass da 78, 71 stehen. Also ich denke mal, irgendwie haben wir es hier richtig gemacht, aber ich hoffe, dass es so besser erklärt ist als in der Lösung und auch einfacher nachzuvollziehen ist. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.